Okay, einfach durchrasen. Okay, ich muss auf der exakt normalen Höhe sein. Also ich darf nicht... Ich bin gerade auf den Controller gerückt, dass ich den... Dass ich den auch richtig nach... Okay, gut, jetzt geht's, ja. So geht's, oder? Ja, doch. Nein. Wir waren davor so gut drin. Das müssen wir jetzt eigentlich auch mal packen. Wäre schon vom Vorteil. Und das ist noch rum und noch... Jetzt geht's. Ey, vorher ging das doch. Was jetzt los? Was los, Lahm? Schörlahm. Okay, jetzt hier Konzentration. Teilweise schon ziemlich OP. Ah, ich glaube nicht, dass ich schnell ein Herz krieg. Schade. Schnell hier durch. Okay, jetzt können wir jetzt Konzentration. Hier, durch. Okay. Ich habe gedacht, ich kann hier oben vorbeifliegen, aber. Nein. Ich habe mich vertan. Ich bin schlecht. Ja, tolle Geräusche. Okay, gut. War es das? Nein. Ja, und dann plötzlich welche schießen. Ja, klar. Das kann ich ja auch nicht riechen, aber gut, dass ich das jetzt weiß. Weil das war jetzt fies, dass es so plötzlich kommt. Aber dann werde ich sagen, dann mache ich das einfach so. Ich meine, das ist egal und bevor ich es mal wieder vergesse, fliegen wir da einfach so. Ist zwar ein bisschen nerviger von Geräusche, aber ist für mich dann später sicherer. Wow. Ey, das ist doch voll schwer, wenn du den O plötzlich instant, ohne rein richtig drin zu sein, abschießen musst. Naja. Na, ah, der war jetzt... Kacke. Ah, das packen wir noch. Wahrscheinlich werden wir gar nicht hinkriegen, weil wir schon eine Stunde vorbei sind und ich heute noch Fliff aufnehmen muss. Ach, wieder mal 2 Stunden. Das für eine Woche reicht. Und dann sind die Heiden hoffentlich wieder mal einsatzbereit hier. Der Medici in Frankreich. Irgendwie ironisch, das ist ja, als, kann ja keiner von euch wissen. Medici in Frankreich, also als Austauschschüler, ne? Und zeitgleich haben wir hier in unserer Straße, also wo ich halt wohne, in der Straße, haben wir gleichzeitig auch einen französischen Austauschschüler da. Ey, wisst ihr was, so wäre es von der Theorie möglich? Nee, weil wir nicht auf der gleichen Schule, nicht mal im gleichen Bundesland wohnen. Als wäre, ich müsste mal fragen, ey. Aber so, oder gehen so Austauschprogramme bundesweit, landesweit oder nur Schule, in dem Fall nur von einer Schule aus? Weil ich weiß noch, wo wir amerikanische Austauschschüler in unserer Schule hatten, war von unserer Schule auch niemand drüben. Also von der Themen. Das müsste ich mal fragen, wo er war. Du musst mal den Franzosen hier in der Stadt, in der Straße fragen, ob jetzt bei ihm auch einer drüben muss. Und wenn ja, wie der heißt, dann ist so eine Kolonie. Ich so, lol. Anyway. Shit. Okay, das darf ich nicht vergessen. Ich habe nämlich gerade aus Versehen Medis Nachnamen gesagt. Aber die Stelle schneide ich am besten jetzt gleich direkt raus. Einfach mal seinen Nachnamen ausbauen. Warum nicht, Patrick? Ich meine, es ist nicht so, dass der so wie alle anderen Nachnamen erstmal geheim bleiben sollte. Und vor Hate und Spacken in Skater mache wirklich, die würden da dann wirklich, was weiß ich, Briefe sogar hinschreiben. Einfach kurz in den Namen googeln oder auf Facebook dann nerven und so weiter. Da gibt es ja echt so manche, die so belustigt sind. Das finde ich auch echt scheiße, wenn ich teilweise, Dings auf Gronks privater Konto von Facebook bin, ich weiß nicht seinen Namen sagen, auch wenn ich schon so gut wie der weiß, aber und dann muss sehen, wenn der mal Sachen macht, der hat jetzt seinen Account auf komplett privat, aber wenn dann manche Sachen werden einfach öffentlich gepostet, wie Titelbilder oder Profilbildänderung
Und wenn ich dann immer sehe, 200 Kommentare und so weiter, das nervt mich einfach, weil der doch auch sein Recht auf die, seine Privatsphäre hat. Und ich finde das einfach unter alles aus, dass die den einfach die ganze Zeit den auf Facebook so gesehen nerven. Ich meine, lasst ihm seine Privatsphäre, ganz ehrlich, da ist auch nur ein Mensch. Werde ich mal erzählen, wenn er mal Let's Play ansprechen, damit ich mal wieder eins habe. Apropos Themen und Minecraft Let's Play. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich in Zukunft keine. Hold es! Das war jetzt ja auch sehr sinnvoll. Dass ich in Zukunft keine Let's Talks mehr veröffentlichen werde. Weil erstens ich es irgendwie ein bisschen, für mich auch ein bisschen komisch und langweilig finde, einfach so davor zu sitzen und ein Let's Play zu kommentieren. Let's Play. Einfach irgendwie über ein Thema zu labern. Ich meine, ist ja nicht so, dass es ganz weg ist. Ich werde auf jeden Fall weiter in den Minecraft-Themen kommentieren. Aber das letzte Talk wird dann leider weggefallen. Aber ihr habt ja dann noch die Kühlpasta, die neu ist, ja? Also beschwert euch nicht. Und immer noch die Hunger Games. Schlag doch mal richtig. Schlag so richtig hart in die Fresse, Mann. In your face, bitch. Ah, da komme ich nicht hoch. Gib mir noch viel mehr ohne riesige Münze, das sollte ich vielleicht zuerst hinterher. Nur wo die ist, weiß keiner. Außer Gott. Da war sie. Hoffentlich übersehe ich, überhöre ich, überrieche ich kein Help Me. Instant ein Help Me, auch geil. Hier oben. Hier waren wir ja. Ich habe gerade genau in dem Moment ein Help Me gehört, wo ich auch Help Me gesagt habe. Deswegen fand ich das gerade so geil auch. Nein! Nein! Kann ich da drüber? Ich glaube, wenn ich da reingehe, ist ja falsch. Okay, drüber. Da oben? Nee, oder? Hm? Oh! Das war jetzt ungünstig. Ist es dann im nächsten Raum? Geiles Herz, auf jeden Fall, Leute. Wow, Alter, war. Da hab ich's gerade, glaube ich, gehört. Ich glaube, da war's gerade. Wie gesagt, ich habe hier natürlich meine unterschiedlichsten Arten zu failen. Also, ich bin so gesehen professioneller Failer. Let's Failer. Let's fail together. Okay, nein. Wartet mal. Nein, die Musiklautstärke macht die mal. Ja, leise. Hallo? Warte. Zerstör. Mit der Maus einfach. So, das seht ihr jetzt zwar, weil ich vergessen habe, die zu hiden, aber naja. Ich höre das von rechts, aber. Wenn ich hier weggehe. Ah, okay, gut. Hat man Dings gehört. Also gesehen vom nächsten Raum her aus. Hatte ich auch noch nie. Kann ich ja nicht wissen. Geh weg, Maus. Ich hab gerade gedacht, er wäre mit der Maus. Nicht schwer und oder gefährlich. Nein, nein.
WTF, das ist ein Pfand, ne? Jetzt würde ich wahrscheinlich noch... Was für mich jetzt typisch wäre, wäre einmal komplett runterzufallen. Das wäre typisch für mich, ey. Typisch. Kleiner sein. Bringt viele Vorteile. Auch im RL. Zum Beispiel so ein Pro-Skill. Nein. Jetzt aber. Hui. Oi! Danke. Oi! Der ist so groß. Ich war tot, Mann. Ich war einfach tot. Ich schieb's weg und... Oh, bin ich stark. Kann ich in der RL übrigens auch Sachen wegschieben, die 10-mal so groß sind wie ich. Kann jeder im RL. Ach, die schwingen gar nicht, wenn man sie blendet, okay. Da ist doch noch was. Da kannst du auf jeden Fall hochschwingen, das weiß ich. Ich alles weiß und alles kann. Yay! Nein! Na schade, aber das war voll knapp, ey. Ich war gerade voll konzentriert. Hohohohoi! Hat der Schrein bei Ablali gelernt. Hohohohoi! Das war gar nicht feierlich und schnell. Ich soll das erstmal wieder anfangen nach wo? Nach Help Me zu hören. Ah, ich brauch doch, ich hab doch beide, ne, in dem Level, oder? Ich bin froh, dass man das nicht nachgucken kann. Im neuen Rayman Legends könnte man das nämlich. Ach ja. Das neue Rayman Legends für Wii U. Tolles Game. Wenn es rausgekommen wäre, wie es geplant war. Ey, TB ist doch so eine. Ganz ehrlich, Wii U war der größte Fehlkauf meines Lebens. Weil nur dann weißt du, nur am 28. Februar war ursprüngliches Release-Datum. Das Game war fertig an dem Datum. Dann denke ich so, nö, wir müssen das Game mit gleichzeitig mit der Wii, nicht mit der Wii, mit der PS3 und mit der Xbox rausbringen, damit wir auch bloß mehr verkaufen. Was am Ende das genaue Gegenteil bringen wird, was sich dann alle für Wii U und für Xbox und für PS3 kaufen werden. Und für PS4 dann mittlerweile schon, weil die dann auch draußen sein wird, denke ich mal. Und dafür lassen sie alle, die sich ewig auf das Spiel gefreut haben, hey Cajun, gefreut haben, wie zum Beispiel mich, ewig lang warten, um dann eigentlich am Ende das genaue Gegenteil zu erzielen, was sie wollten. Ich überlege mir frei, würde ich meine Eltern das... Ne, das kann ich nicht machen, weil meine Eltern dann sagen würden, nein! Wenn es einfach so ginge, würde ich wirklich einfach meine Wii verkaufen. Meine Wii U, weil das einfach nur ein totaler Fehlkauf war und... Oh! Wir sind fertig für heute! Noch kurz uns die Looms abzählen lassen und dann nochmal einen extra Käfig bekommen und uns dann einen Ast abfreuen. Hui! Komm, nochmal, oh. Boah, ich muss halt aufdrübsen. Zurück zur Lichtung der Träume. Träume! Hey, Mann. Und dann würde ich sagen, war es das dann mit der heutigen Aufnahme? Wir sehen uns dann nächstes Mal in dem Level, wenn es dann heißt Feuer und Flamme. Auf jeden Fall bedanke ich mich für alle, die zugesehen haben. Wenn euch das Video ganz gut gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach unten.
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder ähnliches habt, bitte gerne immer unten in die Comments. Und wenn euch das Video sehr gut gefallen hat, könnt ihr es auch gerne favorisieren und verbreiten. Und wenn ihr auch auf unserem Kanal wart und euch unser Kanalkonzept ganz gut gefällt, könnt ihr auch gerne mal ein Abo lassen. Auf jeden Fall, ich sage von meiner Seite aus Tschüss, bin am fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ja, was gibt's denn noch zu sagen, außer Tschüss? Marshmallow-Attacke!